Ja, hallo Angela. Hallo Devaseto. Du bist freie Journalistin, du hast einen YouTube-Kanal, neues Miteinander-TV. Du sammelst Informationen, zum Beispiel auch über die Friedensbewegung. Du bist selber engagiert und du warst dieses Jahr bei der Demonstration für den Frieden gegen die Airbase Rammstein in der Pfalz. Und ja, ich möchte dich gerne dazu interviewen. Diese Demo, ist die jedes Jahr und warst du schon öfters da und weißt du, wie die entstanden ist und gewachsen ist und ist die hauptsächlich von der Friedensbewegung getragen oder ja? Also diese Demo ist jedes Jahr da, in Stop Airbase Rammstein Kampagne ist das und die gibt es seit 2015. Ich selber war zum ersten Mal da und dieser Protest ist zustande gekommen, sobald man verstanden hat, was in Rammstein tatsächlich gemacht wird. Das wurde so in den Jahren vor 2015 bekannt, ging dann durch die Presse, wurde lange geleugnet, auch von der Regierung, von Außenminister, die wollten das alle nicht wahrhaben. Und es wird ja bis heute nicht viel darüber publiziert, wird bis heute total verdeckt gehalten. So. Aber als es eben zumindest nicht mehr wegzuleugnen war, entstand dieser Protest. Ja, diese Airbase ist also nicht irgendeine kleine Sache, sondern ist die größte Militärbasis der USA in der ganzen Welt außerhalb von den USA. Du warst da, wie sind denn da die Dimensionen so? Naja, es ist die größte Airbase außerhalb der USA. Man fährt auf der Autobahn lang, man sieht das Areal und es nimmt erstmal kein Ende. Also es geht um richtig großes Ding. Man spürt es auch im Ort, wenn man dort unterwegs ist. Es gibt auch viele, ja zum Beispiel Imbissbuden, die im Namen eine Anspielung haben aufs Militär oder eben Geschäfte, die damit zu tun haben. Also man spürt es richtig. Man ist da irgendwie schon nah dran. So. Ja, und da arbeiten viele Menschen, also irgendwie habe ich gelesen, dass da eine Community quasi von 53.000 Amerikanern ist oder Menschen, die da arbeiten. Also das ist ein Riesenplatz und Flughafen, wo dauernd auch Flugzeuge starten und landen, Transportflugzeuge. Was ist denn so bekannt, was passiert da? Also es ist, zum einen ist es ein Dreh- und Angelpunkt für ganz viele Kriege der NATO, der USA, illegale Angriffskriege. Also es wird unheimlich viel Logistik von dort aus betrieben. Und zum anderen, was wogegen vor allem auch protestiert wird, ist der Drohnenkrieg. Das heißt, Drohnen sind ja unbemannte Flugzeuge. Die werden per Satellitentechnik von dort aus gesteuert. Also die könnten von USA aus nicht so präzise fliegen und Ziele treffen. Das läuft über Glasfaserkabel von USA zu uns und dann mit Satellitentechnik wird das gemacht. So, das war lange nicht bekannt. Das wird eingesetzt im Jemen, im Irak, in Afghanistan, in Pakistan. Dann wird immer so gesagt, dass das ja nur präzises Töten von Terroristen ist. Das stimmt nicht, es klappt nicht. Es trifft viele Zivilisten, es trifft viele Kinder, da gibt es Statistiken drüber. Zum Teil sind diese Waffen gar nicht so gemacht, dass sie ausschließlich präzise treffen. So, also es gibt Geschichten von, weiß nicht, eine Hochzeitsgesellschaft wurde mal getroffen im Jemen. Also die sind auf jeden Fall völkerrechtswidrig, gehen gar nicht und das geht halt von deutschem Boden aus. So. Also abgesehen vom menschlichen und moralischen, wo natürliches Empfinden sowieso da sich gegen empört, ist es also auch nicht legal. Also nur mit Tricks, ne? Also von deutschem Boden darf kein Krieg ausgehen, aber es heißt dann einfach, in Rammstein gilt das Grundgesetz nicht, ne? Habe ich gelesen. Also es ist ja eigentlich ein juristischer Trick nur. Ne? Es stimmt ja auch nicht. Rammstein wurde zur Verfügung gestellt. Und es wurde ganz lange auch eben geleugnet, dass überhaupt diesen Drohnenkrieg gibt. Also zum Beispiel hat 2017 Sigmar Gabriel in einem Interview gesagt, das war mit Jung und Naiv, mit dem Thilo Jung, so wir Deutschen sind garantiert nicht daran beteiligt, dass die USA Drohnen einsetzen, um gezielt Menschen zu töten.
der war Außenminister und behauptet, das nicht zu wissen. Also das kann nicht sein. Also entweder er ist im Koma oder im falschen Job. So. Oder er will bewusst was vertuschen. Das findet man auf Jung und Naiv auf YouTube und das Interview entwickelt sich und das wird dann am Ende auch sehr, ich sag mal, peinlich für ihn. So. Ja. Ja, und dann gibt es eben Menschen, die dagegen protestieren und die kommen also aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt. Zum Teil habe ich gesehen in dem Bericht, den du darüber gemacht hast. Wie fandst du da die Atmosphäre? Vielleicht nochmal zur Airbase, ja. Ja, genau. Ich würde gerne noch was zur Airbase erzählen, ja, weil es auch eine aktuelle Entwicklung gibt, um die Bedeutung klar zu machen. Es gibt im Jemen einen Ingenieur, der hat die BRD verklagt, weil er durch einen Drohnenangriff Angehörige verloren hat. Das war 2013. Und diese Klage hat jetzt zur Folge, dass die BRD überprüfen muss, ob die Nutzung von Rammstein durch die USA mit dem Völkerrecht vereinbar ist. Ist sie nicht. Hinrichtungen auf Verdacht sind nicht mit dem Völkerrecht vereinbar. So, aber das ist passiert, also das ist der Stand. Und über diesen Sachverhalt hat ein Journalist, der Norbert Fleischer, vor der UNO gesprochen. Der hatte die Möglichkeit, das unter anderem diese Geschichte 10 Minuten darzulegen. Und das wiederum wurde auf Nuviso ausgestrahlt, auf dem Kanal, vor ein paar Tagen. Und unmittelbar darauf wurde Nuviso erstmal platt gemacht. Von YouTube. Die Videos waren nicht mehr anzusehen. Der komplette Kanal war verschwunden, also gesperrt. Man wusste nicht, ob der komplett rausgelöscht wurde oder ob er gesperrt ist. Es wurde dann irgendwie so begründet, ja, man muss da irgendwelche Videos testen, überprüfen, ob die gegen Nutzungsbedingungen verstoßen, was ja kein Grund ist, um einen Kanal platt zu machen. Also die selber haben dann gesagt, das war ja ein Schuss von Bug, also einfach eine Warnung. Und die wussten halt auch nicht, wie es weitergeht. Also die mussten damit rechnen, dass das weg ist und dass sie jetzt neu anfangen, haben dann auf einem anderen Kanal schon angefangen, Abonnenten zu sammeln. Und da hängen ja auch Existenzen dran. Und dann wurde der vor ein paar Tagen wurde der dann wieder freigeschaltet. Es gab ja auch halt Protest im Netz, sehr viele Solidaritätsbekundungen. Und es ist nicht so, dass sowas keiner mitkriegt. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, weil das die Leute mitkriegen, kann man sowas nicht mehr einfach mal eben entfernen. Das haut eben nicht mehr hin, Gott sei Dank. Genau, und jetzt läuft er wieder und dieses Video kann man da auch finden. Ja. Und was für rechtliche Konsequenzen hätte das? Also wenn die Klage da angenommen wird und vor welchem Gerichtshof? Das ist vom Bundesverwaltungsgericht. Und die müssen das jetzt prüfen. Weiter weiß ich noch nicht. Das ist ganz neu. Also natürlich, theoretisch stellt das die ganze Sache in Frage. Theoretisch, weil es ist einfach völkerrechtswidrig. Und es ist denkbar, dass sowas dazu führen kann, zu einer Diskussion, dass dieser Drohnenkrieg von da aus nicht mehr sein kann. Das wäre schön, das wäre wünschenswert. Und vor allen Dingen bringt es erstmal auf jeden Fall Öffentlichkeit da. Ja. Es macht transparenter, was da passiert. Ja. Wie ist es für dich, wenn du sowas hörst und dich damit beschäftigst? Belastet dich das emotional? Also für mich persönlich ist es tatsächlich so, dass immer wenn ich ein Stück mehr Wahrheit verstanden habe, dann geht es mir danach besser. Das habe ich bei mir beobachtet. Weil für mich fühlt es sich so an, dass ich das vorher ja schon subtil irgendwie ahne oder fühle, dass da was nicht stimmt oder nicht berichtet wird. Und wenn ich dann eine Erklärung finde, was denn da ist, dann blicke ich ja mehr durch und kann mich selber besser orientieren. Also in meinem Fall als Filmemacherin kann ich dann zum Beispiel nachvollziehen, warum bestimmte Themen nicht landen oder bestimmte Länder nicht neutral dargestellt werden dürfen im Fernsehen und so weiter. Oder warum vorher immer kontrolliert wird, wie ein Interview verlaufen muss und dass am besten schon aufgeschrieben wird, was der Interviewpartner erzählen soll.
So kann man doch kein Interview führen. Aber wird so gemacht, teilweise. Und also aus dieser Sicht kann ich dann besser verstehen, wie unsere Medienlandschaft funktioniert und warum die so ist. Und natürlich auch Alternativen suchen und was ich jetzt auch viel mache, zugänglich machen. Also selber produzieren natürlich und auch gucken, wo sind andere, die ganz toll berichten, dass man einen Überblick bekommt. Ja. Den großen Rahmen, in dem man diese ganzen Informationen einordnen kann, ist zum Beispiel für mich eben, dass die USA die Imperialmacht auf der Welt ist, die versucht eben, oder nicht nur versucht, sondern auch die ganze Welt beherrscht. Erstens durchs Militär, zweitens durch den Dollar, der als Weltwährung durchgesetzt wird, mit Gewalt zum Teil. Da fand ich sehr hilfreich die Videos von Dr. Daniel Ganser, den du ja auch kennst. Ist das auch ungefähr deine Weltsicht? Im geopolitischen, also Machtverhältnis-Sinn. Ja, genau. Also die Videos, der hat ja auch ein Buch geschrieben, Illegale Kriege, und erklärt darin ganz viel, mit welchen Lügen und Geschichten die Menschen in die Kriege geführt werden und dann glauben, dass das irgendwie wichtig oder richtig ist, und deckt dann auf, dass es gelogen war. So. Deine Frage war jetzt, ob ich das auch so sehe, oder? Ob das auch so dein Weltbild ist, in dem du, also für mich ist das eine Möglichkeit, Informationen auch einzuordnen. Ne? Ja, das Spannende an Dr. Daniele Ganser ist ja, dass er ein lebendes Beispiel dafür ist, dass niemand machtlos ist. Also zum einen weiß er unglaublich viel, weil er Historiker ist, aber zum anderen beweist er, dass kein Mensch machtlos ist. Weil er selber ja aus diesem Matrix-System ausgestiegen ist. Er hat ja sein Professur und seine Stellung da in der Forschung riskiert, um einfach nur die Sachen zu sagen, die er erforscht hat. So. Und dadurch verstehen jetzt ganz viele Leute, wie das alles zusammenhängt. Und das macht ja was mit den Leuten, das macht Mut, das inspiriert. Macht Mut, eben so. Sein Weg macht Mut, dass man eben auch das Licht, das hat sich auf einmal geändert. Es macht Mut, dass man dafür gehen kann, seine Wahrheit zu sagen, wie man die Wahrheit sieht. Ne? Und dass man nicht zum Beispiel in einer Institution bleibt, wo man versucht wird, dass man verbogen wird. Ne? Dass man bestimmte Richtungen nur einschlägt in der Forschung oder in dem, was man äußert, dass es nur in das Mainstream, in dem Rahmen der Mainstream-Medien passt. Also es geht auch anders. Also dass man das kann und dass man eigentlich auch, dass man das muss letztlich, um sich treu zu bleiben. Also dadurch, dass, wenn diese Sachen in die Oberfläche kommen, dadurch, dass er das alles erklärt, wird ja auch klar, wie groß diverse Lügen sind. Und also wo die hinführen, nämlich eben in diese Kriege oder auch dahin, dass wir Rammstein nicht wahrnehmen oder nicht kollektiv in den Medien nicht darüber berichtet wird und wir gar nicht verstehen, was da läuft. Und dass es ja eine Kriegsführung ist, dass Leute umgebracht werden von dort aus. Und wenn das solche Folgen hat, dass Menschen an ihrem Arbeitsplatz festhalten, was ja reihenweise so ist, ist ja auch in der Politik oder in der Wissenschaft ist es ja nicht so, dass niemand versteht, was in Rammstein passiert. Sondern die Leute haben Angst, eben ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und die haben Angst, dass die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten, dass sie dann von denen diffamiert werden oder nicht mehr gemocht werden. So hängt es zusammen. Und eigentlich führt es dahin, dass man das ja aber muss, dass man wirklich sagen muss, es ist entweder oder und es ist halt auch unsere Zeit. Also ich sehe das so, dass vor 10 Jahren, seit 2001 ist es schon sehr extrem, ja. Also sagen wir in den 90ern, da war alles noch so, dass man noch, sehe ich so, in der Wissenschaft, in der Politik sein konnte oder auch in der Bundeswehr bis 94, reine Verteidigungsgeschichte, sein konnte, ohne totale Gewissenskonflikte zu haben. Und das hat sich aus meiner Sicht wirklich verändert. Also es ist wirklich immer mehr so geworden. Es ist seit 2001 extrem so und jetzt ist es noch krasser geworden. Jetzt weiß man seit spätestens 2015, was in Rammstein los ist, dass man immer entscheiden muss,
gehe ich für die Wahrheit oder gehe ich für was eigentlich? Für eine Scheinwelt, für die Sicherheit, für die Bequemlichkeit. Und dass man das eben nicht mehr, dass es nichts mehr dazwischen gibt, dass man nicht mehr sagen kann, ach, Rammstein, ach, das lasse ich jetzt mal weg, das gibt es nicht. Ich bin Außenminister, aber ich weiß nicht, was Rammstein ist. Das geht nicht mehr. Ich denke auch, dass auch die innere Struktur der Menschen, der psychologischen, der psychischen Struktur drauf ankommt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch da Menschen gibt, die einfach so wenig sie selber sind, so eingeschüchtert sind, dass sie sich gerne mit dem offensichtlich Mächtigsten, und das ist eben auf politischer Ebene das amerikanische Imperium, dass sie sich damit identifizieren und da Hilfe und Schutz suchen, indem sie dafür arbeiten oder das auf jeden Fall tolerieren. Ne? Das ist ziemlich krass. Also zum einen gibt es durch die Medien diese Meinung, dass die NATO uns beschützen würde oder könnte, was ich aber andersrum sehe, weil allein durch die geografische Lage Deutschland mittendrin liegt, und da ist der Nahe Osten, das Russland, das Amerika, und wenn da ständig Aggression und Krieg laufen, dann sind wir einfach mittendrin, obwohl wir das gar nicht wollen. Das heißt, die NATO ist für uns, und in der NATO zu sein, ist eine Gefahr und kein Schutz. Weil wenn wir da mit drin hängen, dann sind wir ja mit Täter und sind mit betroffen. Das ist mal das eine. Und das Schutzsuchen ist ein großes Thema. Dann, also zum Thema Rammstein, ich habe meine Videos auch in Facebook-Gruppen geteilt, sowas wie Gelbe Westen deutschlandweit. Und da ist dann unter anderem eine Diskussion entbrannt zu dem Thema Arbeitsplätze. Da hat dann wirklich auch jemand geschrieben, so ja, das gibt doch unglaublich viele Arbeitsplätze, und wenn Rammstein da nicht wäre, dann könnte man diese Region platt machen, dann könnte man da nicht arbeiten, und, also würde keine Arbeit finden. Das ist ja auch eine Art von Schutz suchen. Und das ist so krass, wenn man das zu Ende denkt. Und ich habe dann diese Diskussion beobachtet, die ging richtig hin und her. Die einen fanden, dass ja die Leute, die ja von außerhalb kommen und dagegen protestieren, dass die ja keine Ahnung haben, wie wichtig das für diese Region ist und so. Und die anderen haben halt wirklich geschrieben, ja, wenn es mehr Menschen gäbe, denen es nicht scheißegal ist, wie es anderen Menschen geht, und wenn es in der Politik nicht so wäre, dann würde die Welt einfach ein besserer Ort sein. Also dann wäre alles anders. Und das endete wirklich mit dem Satz, jemand schrieb am Ende drunter, wie viele Arbeitsplätze, und nein, der schrieb, wie viele Tote ist so ein Arbeitsplatz eigentlich wert? So hat es geendet, diese Facebook-Diskussion. Ja, das ist irgendwie, ich habe auch einen Bericht gelesen, da wurde auch, also in der Mainstream-Presse, über die Airbase, da wurde also nur das Wirtschaftliche und dass das so toll ist und dass die Leute, die Amerikaner da so viel Geld ausgeben, aber dass das ein Geschäft mit dem Tod ist, ja, das mit Mord und Krieg und Zerstörung und Leid und also dass da fehlt mir was irgendwie, also da fehlt mir das, da kann ich nichts mehr zu sagen irgendwie, das ist unvorstellbar irgendwie, dass wie wenig den Leuten bewusst ist, was da passiert und wovon sie dann Teil sind, wenn sie da mitmachen und mitarbeiten. Ich würde sagen, es wird wie aus dem kollektiven Bewusstsein einfach wie rausgehalten. Es gibt Statistiken darüber, das ist ganz klar, man kann das alles nachvollziehen, was für Zahlen von Zivilisten getroffen wurden und so weiter, aber es wird nicht berichtet, es steht nicht im Spiegel, es steht nicht, was weiß ich, in der Welt und kommt nicht in die Tagesschau und damit ist es erstmal weg. So. Ja, aber andererseits gibt es halt Menschen, die finden zum Beispiel zur Rammstein-Demonstration, vielleicht kannst du was Näheres davon erzählen, wie du es da erlebt hast. Also ich war wirklich total, wie soll ich sagen, positiv überrascht. Ich meine, ich hatte in dem Sinne gar keine feste Erwartung, wer da ist oder wie das sein wird. Ich war einfach zum ersten Mal da
Und ich war wirklich total berührt. Also vielleicht erstmal noch von der Dimension, also es waren wohl über 5000 Leute insgesamt, die gegen Rammstein demonstriert haben. Was auch ganz wichtig ist zu sagen, es waren Menschen aus der amerikanischen Friedensbewegung da, es waren auch aus anderen Ländern Leute da. Die haben, also auch die aus den USA, haben sich ganz klar dafür ausgesprochen, das muss einfach geschlossen werden, das geht gar nicht. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das geht also nicht darum, dass hier irgendwie Deutsche gegen irgendwelche Amerikaner protestieren. Das ist überhaupt nicht so. Das wird vielleicht dann so erzählt, damit man wieder irgendwas spaltet. Nein, es ist einfach die Friedensbewegung. Und die Friedensbewegung möchte, dass sowas wie Rammstein nicht gibt. Und die arbeiten zusammen. Und die müssen noch mehr zusammenarbeiten. So. Und die Menschen, die da waren, das ist ja ein Camp, das ist eine Woche lang und man kann da zelten und man kann da veganes Essen bekommen und es sind ganz einfache Bedingungen. Da gibt es dann halt ja, so eine Art Feldküche und einen Wagen mit Duschen und Dixie oder irgendwelche Toiletten. Und die Leute, die da, also Lagerfeuer abends, lange Musik, Live-Musik, die Leute kommen von überall her, sind aus verschiedenen Schichten und Szenen und man kann nicht sagen, da ist irgendwie die und die Szene überhaupt nicht. Die sind einfach Menschen, die das irgendwie in sich fühlen und das und sich ein bisschen informiert haben. Und die einen sind vielleicht sehr politisch unterwegs und können das alles erklären und die anderen vielleicht gar nicht. Die machen da einfach Musik, aber sie haben es innen verstanden. Und was ich wirklich schön fand und was ich mir total wünsche, auch hier in Berlin, ist, dass die Menschen achtsam miteinander gesprochen haben. Ich habe das erlebt. Wir saßen da bis 4 Uhr morgens am Feuer und haben uns unterhalten und zwar über diese Dinge. Wie gehen wir mit den Medien um? Seit wann hinterfragen wir die Dinge kritisch? Was ist hier wirklich los? Und das war geprägt von gegenseitigem Zuhören und gegenseitigem, also voneinander lernen und von Tiefe. So, und so kommen wir weiter. Das war sehr, sehr wertvoll, wirklich. Was machte die Achtsamkeit aus? Zuhören, obwohl man vielleicht selber verunsichert wird durch das, was der andere sagt. Verunsichert nicht, dass man sich fragt, ob das stimmt oder nicht, sondern weil das einfach was auslösen kann. Ne? Auch. Ja. Wir haben ja alle, also Angst zu haben, zum Beispiel Angst vor Krieg zu haben oder Krieg nicht zu wollen, ist ja was ganz natürlich Menschliches. Ne? Und da kann ja viel angesprochen, angetriggert werden. Ne? Beides, also Unsicherheit, weil man schon allein, weil man nicht jetzt sofort überprüfen kann, was derjenige sagt. Der hat vielleicht was gelesen, gehört, was ich nicht gelesen, gehört habe. Dann muss ich das abgleichen und recherchieren oder dem einfach mal zuhören und gucken, warum erzählt er mir das überhaupt? Der Beweggrund dahinter, warum ein Mensch spricht, ist ganz wichtig. Das sollte man sich immer fragen. Was erzählt er und warum? Was treibt den an? Und klar, und dann Verunsicherung, weil das Thema einen extrem berührt, weil es ein schlimmes Thema ist, weil es vielleicht schwerfällt, überhaupt drüber zu reden. Und an diesen Punkten springen Menschen ja auch gerne mal weg. Also ein wechselndes Thema. Und das Schöne war eben, dass es da nicht so war, dass man wirklich an dem roten Faden blieb. Ich weiß, dass es dir auch wichtig ist, dass dann die menschliche Verbindung irgendwie auch eine Herzensverbindung ist. Konntest du das da auch dort auch spüren? Ja. Und ich würde sagen, dass einen großen Teil haben beigetragen auch tatsächlich die Musiker, die Künstler. Also da sind Musiker aufgetreten, da ist Kielis Moore mehrfach aufgetreten, da ist Morgan mehrfach aufgetreten. Sie schreibt Lieder, er ist Rapper, sie machen ja auch politische Texte, Texte für den Frieden, Texte, die extrem aktuell sind, also wirklich ja, ins Schwarze treffen und das Ganze mit einer liebevollen Energie. Da geht es nicht um, dass man das einfach, das kommt nicht aus der Wut, das kommt aus der Kreativität, aus der Wahrheit und das hat Kraft so und
Diese Musik hat die Demo bereichert und diese Live-Auftritte gab es auch im Camp und das macht was mit Menschen. Ich finde es wundervoll. Also die Kunst ist total wichtig. Und auch der Mut von den Künstlern zu sagen, ich mache das jetzt, das ist wieder der gleiche Punkt. Wir können entweder sagen, ich will in den großen Hallen auftreten und ich will mein Label und ich will der coole Rapper sein und ich will auch ins Radio und wenn mein Lied heißt Krieg und Öl, wird's nichts. So, und dann kann ich mich wieder entscheiden. Gehe ich für das, was ich in mir fühle, dass ich das erzählen will, und zwar mit meiner Sprache, oder lasse ich mich kleinkriegen? Und naja, das ist eigentlich jetzt gerade die Entwicklung. Wo geht's hin? Gehen wir einfach für die Wahrhaftigkeit, dann werden wir immer mehr. Und dann wird es immer kreativer, und immer bunter und immer kraftvoller. Und dann kann man es auch nicht mehr übersehen. Dann gab es ja auch Reden, also auch bekannte Menschen, wie zum Beispiel Jürgen Brebermann hat gesprochen. Rainer Mausfeld hat gesprochen. Rainer Mausfeld auch. Rainer Mausfeld hat gesprochen, davor hat André Hunko gesprochen, noch jemand von der amerikanischen Friedensbewegung ist eingesprungen, für jemand anders hat gesprochen. Mausfeld war unglaublich spannend, der hat danach also an diesem Freitag vor dem Wochenende in der Kirche dort in Kaiserslautern war das. Und Mausfeld hat im Anschluss noch eine Fragerunde gemacht. Und das war echt spannend. Also die Leute haben echt intelligente Fragen gestellt und es war dann sowas Thema wie, es braucht unser aller Kreativität, damit wir immer wieder neue Wege finden, um diese Sachen ins Bewusstsein zu bringen, um den Protest lebendig zu halten, um uns nicht spalten zu lassen, nicht diffamieren zu lassen oder es uns egal ist, wenn wir diffamiert werden und die Wege immer wieder neu gestaltet werden, damit dieser Protest langfristig wirkt. Ja? Also solche Themen kamen auf und diese Fragerunde war wirklich lang und dann hat, ich glaube, der Veranstalter auch gesagt, ja, kommen wir vielleicht zum Ende, weil er wollte vielleicht das Mausfeld nicht ewig mit Leuten sprechen muss. Und Mausfeld meinte, wir machen so lange, bis alles geklärt ist. Und dann ging das einfach weiter. Das war spannend. Gibt es Organisationen oder Verbände, die den Protest da unterstützen? Also die Stop Airbase Rammstein Kampagne, die hat eine Website, die machen das. Ich weiß nicht, wie die organisiert sind. Und ich glaube, Weltnetz TV heißt das, dieser YouTube-Kanal, von denen, die haben auch alles aufgezeichnet und dann eben auch einen Livestream gab es auch ins Netz gestellt. Ja, das im Wesentlichen, ja. Und die Airbase ist nahe Kaiserslautern, oder? Sie ist in Rammstein. Also in Rammstein. Wie weit ist da Kaiserslautern weg zum Beispiel? Ui, ich muss nachgucken, fährt mit dem Auto hin und dann ist man da. Okay. Ja. Ja. Ja, man kommt nicht ganz ran, man kann das dann, ich habe das auch in dieser kleinen Doku, die ich gedreht habe, dann mal mit dem Zoom rangezoomt, also man sieht so den Eingang und das ist halt die Straße und davor haben wir dann Bühne gehabt und Riesendemo. So. Ja. Wie hast du den Eindruck, ist es von den Menschen, die da in der Nähe leben, wahrgenommen worden? Also du interviewst auch jemanden, der in der Nähe lebt, also da sind nicht alle dafür, nur wegen den Arbeitsplätzen, ne? Nee, absolut nicht. Also das kann man auch in diesem Interview, was ich da online gestellt habe, hören. Wenn jemand weiß, was da geht, also was Drohnen sind und was sie anrichten und da wohnt und auch welche Bedeutung Rammstein hat als logistischer Platz, Militärbasis für die Kriege, für den Krieg in Afghanistan, wo die fliegen und landen und Sachen transportieren und wenn man das weiß, dann ist es hart, die zu sehen und zu hören. Sagen, ich lebe hier. Und es gibt auch halt ein Umweltproblem, also es gibt viele Umweltprobleme. Auf jeden Fall gibt es ein Problem mit dem Grundwasser,
aus verschiedenen Gründen. Das könnte man, wenn man das nicht ständig aufbereiten würde, würde das sich auch verbreiten, diese Giftstoffe. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, also mit dem Sprit, was die verwenden, das ist auch kein normales Kerosin oder so, so was anderes, JP8, glaube ich, heißt es. Also das sind unglaublich giftige Sachen, die, worüber auch nicht berichtet wird. Und das ist für die Anwohner auch nicht schön, was da ist. Da gibt es schon Gesundheitsrisiken, gestiegene. Also müsste man statistisch gucken, wie die Anwohner dazu stehen, das wäre interessant. Ja, mich wundert auch eigentlich, weil zum Beispiel die Grünen, die Partei, die Grünen, meiner Meinung nach müssen die total für die Friedensinitiativen sein und Friedensbewegung, weil Militär ist eine Umweltbelastung, eine starke, also weltweit gesehen unheimlich starke Umweltbelastung. Und wie kann man das einfach so tolerieren? Also das verstehe ich nicht. Wer wirklich für die Erde, für Umweltschutz ist, der muss meiner Meinung nach grundsätzlich gegen Krieg sein. Das ist nicht konsequent. Die Grünen haben uns 1999 in den Krieg gegen Serbien geführt mit Fischer und Schröder. Das war komplett alles gelogen, was als Begründung angeführt wurde. Und die Grünen sind für mich, also unter anderem die Grünen, nicht alleine. Und die Grünen sind für mich einfach überhaupt nicht mehr glaubhaft als Partei. Für mich. Also spätestens seitdem. Das sind Parteien, die haben zu ihrer Gründung gute Ideen verfolgt und hatten auch gute Leute drin. Auch Clemens Kubi war mal bei den Grünen, ganz zu Beginn. Und da ging es noch um Visionen. Und dann passiert das, worüber wir schon gesprochen haben. Dann sind da Menschen, die wollen ihren Arbeitsplatz behalten oder wollen einen besseren Arbeitsplatz, wollen eine Karriere, wollen einen Posten, nennen das Ganze Realpolitik, sehen die Machtstrukturen und spielen mit. Und dann ist das ganze Ding einfach korrumpiert und man kann es nicht mehr wählen. Ist bei der SPD das Gleiche. Ja. Und warum, wie kann man das machen? Das ist eine Frage, die geht tief. Also wie kann man sich so selbst betrügen, in so einer Partei sein und solche Dinge zu behaupten oder zu erzählen, das muss eine Art komplette innere Spaltung sein. Ja. Aber wir müssen es halt sehen und diesen Menschen nichts mehr glauben und uns davon einfach verabschieden. Darum geht's ja. Würdest du sagen, diese Protestbewegung gegen Rammstein, die richtet sich wirklich hauptsächlich gegen diese Airbase oder ist das auch weiterführend, weil selbst wenn Rammstein geschlossen würde oder verkleinert würde oder was weiß ich, gibt es ja noch andere Airbase und andere Plätze, von wo Krieg ausgeführt wird. Und ich habe gehört, da ist auch im Gespräch, dass vieles in Polen aufgebaut werden soll, eben noch näher an Russland dran. Ist es auch zu spüren, dass es eben eine Bewegung ist, überhaupt für den Frieden, egal wo absolut. Auf der Welt. Ja, absolut. Das ist absolut zu spüren. Polen habe ich auch gehört dort, das was gemacht werden soll, auch von anderen Orten noch. Jemand aus Irland hat irgendwas Kleines erzählt, was dort ist mit irgendeinem Flugplatz. Und das geht nicht nur um Rammstein. Es ist auch, wie ich es verstanden habe, aus dem Protest gegen Rammstein auch das Pax Terra Musica Festival entstanden. Das gibt es jedenfalls genauso lang. Ist jetzt in der Woche, ich werde auch dort sein und wieder berichten. Und da, das ist dann ja Friesack, nicht weit von Berlin, geht es ja nicht speziell um eine Demo oder einen Protest, sondern da geht es dann um Workshops, um Netzwerkveranstaltungen. Die neuen Medien machen Netzwerkveranstaltungen dort, dass man sich austauscht. Bin ich total gespannt drauf, freue ich mich drauf. Vorträge zu verschiedenen Themen gibt es da und auch wieder ganz viel Musik. Das ist ein Festival, also schon was anderes. Aber das ist aus diesem Geist entstanden. Also die Leute dort sehen schon das immer mehr das große Ganze. Ja. Und der Gedanke der Menschheitsfamilie, wo also man alle Menschen als Familienmitglieder sieht und wo es dann
das Natürliche ist, friedlich miteinander zu sein und füreinander fürsorglich zu sein, hast du den auch gespürt? Also ich spüre das am meisten dann, also ja, das habe ich gespürt, das habe ich ganz viel gespürt. Am allermeisten dann, wenn die Menschen aus den verschiedenen Ländern und Kulturen miteinander reden. Und das ist eigentlich so einfach. Zu sagen, ja, wir laden, und das war ja so, dann war auch eine Musikerin aus den USA, die hat dann Gitarre gespielt, hat gesagt, ich bin froh, mit euch hier zu sein. Die Leute wollen diese Spaltung nicht und die wollen auch keinen Krieg. Und dass diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenwirken der Friedensbewegung, das ist die Lösung. Das muss man machen und man muss es zeigen und filmen und einfach zusammenhalten. Ja, gegen die Liebe kann keine Regierung irgendwas machen. So. Ja, es gibt ja den schönen Spruch, stell vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ne? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich würde noch eine Stufe davor ansetzen. Stell dir vor, jemand verkauft einen Krieg und keiner kauft. Das ist ja wie auf einer Kaffeefahrt, wenn man die Zeitung aufmacht. Wieder, ja, der Iran und was. Also, oder es, ja, was. Wie wird das in den Medien gemacht? Es wird ganz oft etwas pseudoneutral erzählt. Mit zwei Standpunkten, von denen einer komplette Lüge ist und der andere könnte Wahrheit sein, wie bei Julian Assange, diese ganze Verleumdung. Da wird dann erzählt, ist er ein zwielichtiger Mensch oder doch ein Held? Fragezeichen. Und so wird es dann auch mit dem Iran gemacht. Sind diese Tanker so oder von dem oder dem angegriffen worden, ist irgendwie unklar. Und dann das alles immer auch kurz und ohne Zusammenhänge und ohne Hintergründe. Das hinterlässt einfach Verwirrung. Wenn man nur das liest, dann sagt man, ja, Julian Assange, keine Ahnung, jetzt weiß ich wieder nicht, wer das ist. Das ist doch keine Stellungnahme, das ist doch kein Journalist, der mit Herzblut erklärt, ich sehe das so, da gibt es ein riesen Verleumdungsproblem und da ist eine riesen Machtstruktur dahinter und deswegen wird auf den eingedroschen. Mit komplett erfundenen Geschichten. So. Und deswegen stellen wir uns vor, jemand verkauft uns einen Krieg und wir kaufen es einfach nicht. Ja, also gemeint ist, wir glauben einfach nicht. Wir hinterfragen. Ja. Wir sind grundsätzlich gegen Krieg. Ja. Und hinterfragen alles, was da als Information genutzt wird, um die Menschen dahin zu führen. Und ich meine, selbst wenn es keinen Krieg gibt, allein die Vorbereitungen sind schon total zu viel unternehmen, für mein Gefühl. Natürlich. Und ich sage das auch, weil es sehr viele Berufe gibt, die letztlich damit indirekt irgendwie zu tun haben und noch eine Stufe weiter hat das Schweigen irgendwann auch damit zu tun. Soweit geht es doch. Und das Zugucken und Weggucken. Und so diese Idee, keiner geht hin, deswegen habe ich da jetzt widersprochen, das betrifft dann die Soldaten. Aber provokativ gesagt, hat der Soldat einen Job gewählt, wo er gesagt hat, ich vertraue dieser Demokratie. Ich schwöre, dass ich das Land verteidige und das ist die Demokratie. Und die stimmen ab, die Leute, wir alle stimmen ab, wer regiert und die... Dann wird im Mandat ausgehandelt, was gemacht wird. Und der Soldat entscheidet sich, dem zu dienen, weil er dem vertraut. Das kann man jetzt diskutieren, klarer Fall. Aber ich sag's mal so, das ist der Standpunkt eines Soldaten, das ist ein Job, der lernt, was er dann macht vor Ort. Das lernt er. Das ist vielleicht ein Leistungssportler. Der hat vielleicht solche Talente. Ein PR-Fachmann oder ein Journalist hat andere Talente. Der hat das Talent, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen. Das ist sein Job. Dafür wird der bezahlt. Und deswegen fange ich da an. Weil diese Leute müssen wirklich sagen, stopp, hier wird einfach mal gelogen.
Das geht nicht. Und dann kommt es ans Tageslicht, was in den Medien geht. Und dann wählen die Leute anders. Dann sagen die, SPD, Grüne, haben jetzt schon eine gewisse Kriegskarriere hinter sich. Vorsicht. Dann passiert da was anderes im Bundestag. Dann geht es mit den Mandaten nicht mehr durch, weil irgendwo ein Fußballspiel ist. Und dann haben wir wieder eine Verteidigungsarmee und die Soldaten lernen kämpfen, damit sie nicht kämpfen müssen. Und dann wird Rammstein geschlossen. So. Ja. Also ich kenne persönlich auch ein Beispiel, ein Computerfachmann, ein Genie auf seinem Gebiet, dem ist also viel Geld geboten worden, in der Rüstungsindustrie Programme mitzuschreiben, und der hat einfach Nein gesagt. Der hat auch im Moment nicht gewusst, weil ihm da so viel geboten wurde, und er hat auch gespürt, dass da eben auch dadurch sein Leben viel unsicherer wird. Aber der war dann total froh. Das war dann wie eine Befreiung davon auch. Ne? Genau, weil es geht nämlich noch weiter. Es geht ja dann weiter mit dem Ansehen. Und das Ansehen, das geben wir alle als kollektives Bewusstsein. Das heißt, wen wertschätze ich? Weil das kriegt jeder Mensch ab. Wenn jemand in der Uni ist und weiß, ich bin hoch angesehen, weil ich da in der Sicherheitsforschung bin, und auch wenn ich lüge und mitmache, ich bin ein angesehener Mensch, dann hält er vielleicht an der Stelle fest. So, das ist das Ansehen. Und das spüren wir alle. Wenn jemand sich im Hambi an einen Baum bindet und dann, ich verkürze es jetzt, der Hambi deswegen nicht gefällt wird, hat er dann ein hohes Ansehen bei uns? Wird er bei Anne Will eingeladen und erzählt, wie er das gemacht hat mit dem Baum? Nein. Ist er angesehen in unserer Gesellschaft? Reden wir über diese Leute? Nein. Aber auf die kommt es an. Nicht auf die Typen mit den festen Stellen, die die gleiche Soße immer wieder erzählen und sich in ihrer Forschung selbst betrügen und die in den Medien die gleiche Soße immer wieder aufkochen, sondern auf die Leute, die was ändern. Und die müssen wir ansehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind wir alle. Und dann trauen sich immer mehr. Ja. Es gibt da halt zum Beispiel in der Presse, bei den Medien, ganz einfache Mechanismen, ne? Dass einfach an die Chefpositionen Menschen gesetzt werden, die eben total die Interessen der Machthabenden vertreten, und die einfach merken, wenn da Protest, wenn da jemand ist, der nur das Potenzial hat, vielleicht auch kritische Sachen zu bringen, ist einfach ganz schnell wieder draußen. Ne? Aber dafür gibt es dann wieder die alternativen Medien, die sich bewusst entschieden haben, das zu verbreiten, was sie wirklich fühlen, was Wahrheit für sie ist. Da gibt es ja verschiedene, ganz viele Geschichten. Also es gibt ja zum einen diese Wahrnehmung, dass einfach, das beschreibt auch Mausfeld eben in diesem Warum-Schweigen-Dilemma, dass vorher schon gefiltert wird, wer im Geiste der NATO und der Transatlantiker denkt, und der kriegt den Posten, und wer einfach nicht so tickt, passt schon mal nicht rein, so, und dann überträgt sich das nach unten, und die kritischen Sachen, die erscheinen dann halt als Randnotiz, irgendwo als Quotenkritik, damit man sagen kann, wir haben eine breite Bandbreite an Meinungen, aber auf der Titelseite steht halt wieder der gleiche Brei. So, da fängt es an und geht ja weiter mit Leuten, die Dokus gemacht haben und einfach keine Aufträge mehr kriegen. Oder die riesen Ärger bekommen haben. Da gibt es, also Wischnewski hatte Schwierigkeiten, Pohlmann hatte Schwierigkeiten, es gibt ganz viele, die Sachen publiziert haben, und dann gehen die in die alternativen Medien, weil sie dort einfach wahrhaftig berichten können. Kennen auch, Ken Jebsen. So. Für dich und er hat recht, Ken Jebsen hat mal gesagt, wir sind nicht die Alternativen, wir sind die Medien, und er hat recht. Also das Wort alternative Medien ist eigentlich falsch, weil es geht nicht um
alternativ oder ich habe jetzt, weiß ich nicht, ein Batikhemd an oder nein. Was ist denn Journalismus? Dass ich neugierig bin, dass ich nach der Wahrheit suche, dass ich intelligent bin und die Intelligenz bitte auch einsetze. Und so weiter. Und das sind Medien und das andere, das ist eine Scheinwelt. Ja, das andere ist eine Verdummungsfabrik. Um es mal einfach auszudrücken. Ja. Ja. Schlafmittel. Ja. Okay. In deinem Bericht kommt auch jemand zu Wort, der Alternativen bringt oder der Ratschläge bringt, was man als Einzelner tun kann. Und das fand ich also ganz schön. Er sagte, zum Beispiel reisen, in die Länder reisen, die so verteufelt werden, ne? Wo die als Feindbild aufgebaut werden. Also zum Beispiel nach Russland reisen und gucken, wie sind denn da die Menschen, wie sind denn wie ticken die, was wollen die? Und da kommt man nämlich dann ganz sehr oft, sehr schnell zu dem Schluss, dass eigentlich das Gleiche wollen. Alle wollen Frieden und ein glücklich leben. Also eigentlich will, wer Krieg will, das sind nur ganz, ganz wenige. Ne? Oder wer darauf bereit ist, darauf hinzuarbeiten, vielleicht mit dem Gedanken, das wird ja dann doch nicht passieren, aber der bereit ist, da seine Energie für herzugeben. Ne? Das sind ja nur ganz wenige. Also das sind nur ganz wenige und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ich war ja in China, das ist nur schon länger her, 2005 und 2007, und habe da die Erfahrung gemacht, dass damals, wenn man aus Deutschland herkam, waren alle ganz neugierig und aufgeschlossen und haben sich total gefreut. Ui, Deutschland, spannend, wie schön. Also man hatte wie so eine Art Ansehen, man war einfach spannend. Die wollten viel über einen erfahren. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Müsste ich jetzt hinfliegen. Ich hoffe, es wäre schön, wenn es noch so wäre, aber so wie sich die Politik benimmt, weiß ich es nicht. Und Indien, natürlich wunderschön und mit den Leuten da zu reden. Und das ist ja kulturell ganz nah an, Indien ist nah an Pakistan dran. In Pakistan gibt es fürchterliche Geschichten mit Drohnen. Es gab viele Zivilisten, die gestorben sind. Wegen Rammstein. Wir sehen die Zusammenhänge gar nicht. Wir fliegen nach Indien und singen da Mantren und nebendran fliegen die von Rammstein gesteuerten Bomber durch die Landschaft. Wenn wir es einfach nur sehen, dann wählen wir die ab, die das machen. So, das Reisen ist total wichtig. Und ich sehe auch eine große Chance natürlich halt in der Kunst, also zum Beispiel auch in der Musik. In Berlin gibt es einfach ganz viele ganz tolle Musiker und die kommen eben auch aus verschiedenen Ländern und Kulturen. Und dann spürt man ja die Kultur ganz unmittelbar, wenn man zusammen musiziert. Es ist völlig klar, dass wir eine Menschheitsfamilie sind und dass die Kulturen eben voneinander lernen, ständig. Das ist die Idee, deswegen sind wir unterschiedlich, weil die einen vielleicht, die eine Kultur ist vielleicht bei dem Thema Partnerschaft ein bisschen fortschrittlich und die andere ist vielleicht bei dem Thema Arbeit und Seele in meiner Arbeit fortschrittlich und die nächste Kultur ist beim Thema Meditation und Innenschau fortschrittlich und so weiter. Und die Idee ist, dass wir uns da austauschen und wirklich eigentlich genau das sehen, was die andere Kultur hat, was wir vielleicht noch nicht entwickelt haben. Ja, austauschen, wo es eigentlich auch nicht so sehr um die Information geht, sondern einfach durch den Austausch das Gefühl dafür zu bekommen, der andere ist ein Mensch, ne? Und dass der andere ist im Grunde das Gleiche, was ich bin. Und der andere will genauso leben, wie ich leben will. Ne? Inspiration, auf jeden Fall auch. Und natürlich die Verbundenheit, die gemeinsame vielleicht Forschung auf der Erde. So. Das ist ja alles was Gemeinsames. Und die Erde ist so klein. Wir haben Internet, wir können in Echtzeit gucken, was in Indien ist, weil vielleicht dort jemand uns das per WhatsApp rüberschickt als Filmchen oder das kann nicht sein, dass wir in so einer Welt nicht mitkriegen, was läuft. Also wir haben wirklich alle Möglichkeiten, uns zu emanzipieren von Lügen.
Ja, aber es muss erstmal so ein Grundverständnis davon sein, dass gelogen wird, ne? Und vielleicht auch die Einordnung, aus welchen Interessen und ja. Ja. Ich würde sagen, das fängt an beim Hinterfragen von Kleinigkeiten. Am eigenen Arbeitsplatz, im Alltag, im Supermarkt, natürlich beim Medienkonsum unbedingt. Immer wieder zu sagen, woher weht hier der Wind? Fühlt sich das gut an? Und dann hinterfragen. Ja, und da lohnt es sich auch schon, Zeit und Energie zu verwenden. Also, weil es geht ja um was. Es geht darum, um die Welt, in der wir leben, wie die aussieht und wie die weiter besteht. Ja, genau. Also es lohnt sich absolut, Zeit und Energie zu verwenden. Ich sag mal ein paar Medien, die ich super finde, einfach als Empfehlung. Ich gucke gerne in den Nachdenkseiten, ich gucke gerne im Rubicon, ich gucke gerne auf KenFM, ich gucke gerne Jung und Naiv. Nur Wiese finde ich ab und zu auch super spannend, gibt ihn ja Gott sei Dank wieder. So, da habe ich neulich eine Freundin von mir, die hat ein Kind, die hat gerade sehr wenig Zeit und dann habe ich wirklich nachgedacht, was macht jemand, der jetzt 4 Minuten investieren will und die Sache zum Beispiel mit diese drohende Eskalation mit dem Iran hinterfragt. Und dann habe ich gesagt, gib einfach mal ein Rubicon Iran auf Google. Enter, guck, was da steht. Da steht drunter die Lesezeit von, weiß nicht, 5 bis 10 Minuten. Dann kannst du überlegen, schaffe ich jetzt 10 Minuten und lies es. Geht auch. Dann habe ich vielleicht nicht jeden Zusammenhang, aber ich habe nicht die Kriegspropaganda von Spiegel Online inhaliert. Nebenbei, während ich mein Toastbrot gegessen habe. Also Zeit investieren ist super, aber sogar mit wenig Zeit geht's. Ja. Und der andere Rat ist einfach, sich zu beteiligen, ne? Wenn irgendwie die Möglichkeiten, die Energie und spontan vielleicht auch da der Impuls ist, zum Beispiel sich an der Friedensbewegung zu beteiligen, einfach sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Also konkret zum Thema Frieden würde ich jetzt nach der Erfahrung in Ramstein wirklich jedem empfehlen, zum Pax Terra Musica zu fahren und das einfach mal zu erleben, wie das ist, wenn interessierte, wache Geister miteinander sprechen und sich diese Vorträge anhören und die Musik. Aber ich würde es sogar noch viel weiter fassen, weil jeder Mensch, der authentisch bleibt, der, ich sag mal, autoritäre und verlogene Strukturen nicht mitspielt und deswegen was riskiert, trägt zum Frieden bei. Schon allein, weil dadurch wirtschaftliche Ungerechtigkeiten geschwächt werden und weniger werden und Menschen aus solchen Strukturen aussteigen und dann vielleicht das Unternehmen wechseln und woanders was anderes machen. Und jede Form von Kreativität, die ich authentisch verfolge, ist auch ein Beitrag für den Frieden. Weil vielleicht, also ich mache auch Musik und wenn das die Menschen berührt und die Menschen sich dann besser fühlen, dann ist es für dieselben Menschen vielleicht schwieriger, die Kriegspropaganda zu glauben und in aggressive Gefühle zu verfallen und zu glauben, man muss irgendwelche Terroristen jagen. So. Das heißt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Ja, ich würde sogar noch dazu fügen, eben alleine sich bewusst zu machen, dass Frieden was ist, was nicht selbstverständlich ist. Also, dass man einfach sich selber bewusst wird, Frieden ist ein Gut, ist ein Wert, der ist mir wichtig und ich richte meine Aufmerksamkeit darauf, dass das Frieden ist und ich versuche bewusst die Welt wahrzunehmen, was deutet darauf hin, dass eben Menschen keinen Frieden wollen. Also ja, allein die Ausrichtung, das kann auch nur eine innere Ausrichtung sein,
Und wenn es nur eine Hilfe ist, dann Sachen zu filtern, die man hört und sieht. Aber ja, man kann auch wirklich innerlich friedlich und zur Friedensbewegung zugehörig fühlen. Ne? Ja. Das beeinflusst dann das, was ich schon gesagt habe, dass man anderes wertschätzt. Und diese Wertschätzung wird von den Menschen wiederum gefühlt. Und deswegen trauen sich dann mehr Menschen, aus den Strukturen auszusteigen, die Kriege fördern. Da fängt es an. Dann, wenn ich diese Einstellung in mir habe, dann merke ich, wenn ich lese, was da der Subtext ist, wo will mich der Artikel jetzt wieder hinhaben. Warum schreibt jemand? So. Also ja, unbedingt. Ja. Gut. Würdest du sagen, zum Beispiel, du warst ja jetzt in Ramstein bei der Demo, selbst wenn jemand sagt, ich bin innerlich eigentlich auf Frieden und Stille ausgerichtet und das ist mir eigentlich das Wichtigste, kann man trotzdem da sein? Ja, also, ja. Da war auch jemand, der auf jeden Fall sehr geprägt ist von einer fernöstlichen Tradition, genau, weiß ich es nicht. Er hatte solche Kleidung an und hat mit den Leuten im Yoga gemacht und da meditiert. Auf jeden Fall. Das ist eine riesige grüne Wiese, die Gott sei Dank ein Bauer zur Verfügung stellt, der das sicherlich auch nicht gut findet, was da läuft. Und da ist ganz viel Platz und da kann jeder so sein, wie er sein möchte. Also ja, das geht. Und das, also diese Unterschiedlichkeit geht und auch die Stille geht, wenn man sich ein bisschen abseilt. Ja. Ja, ich glaube auch, dass wirklich, es geht auch um die Aktivitäten, aber eben auch darum, einfach dabei zu sein, ne? Mitzumachen, sich bewusst darauf auszurichten. Also. Es ist ja alles Bewusstsein. Das ist einfach so, dass man sich oft vielleicht isoliert fühlt, wenn man die Dinge hinterfragt. Und dann merkt man selber, es ist ja gar nicht so einfach, weil so einfach ist es natürlich nicht, wenn man sich eingestehen muss, oh, ich wurde belogen, ich habe vielleicht in den letzten 10 Jahren viele falsche Infos abbekommen, muss ich ausmisten. Jetzt muss ich aufpassen, damit mir das nicht wieder passiert. Jetzt muss ich genau gucken, wer erzählt hier was in den Medien, wer redet mit wem und wie ist es motiviert, diese Berichterstattung. Und das hat ja was, also das kann ja Menschen verunsichern und wenn das die Menschen in der Umgebung nicht machen, ist man damit vielleicht alleine und das ist dann schwierig. Und in so einem Feld merkt man einfach, dass man nicht alleine ist, dass es ganz viele Leute gibt, die einfach ähnlich unterwegs sind und dass jeder vielleicht auch andere Lösungsansätze gefunden hat, um damit umzugehen. Und es stärkt. Also es ist einfach sehr bestärkend. Ja. Wie recherchierst du? Wie läuft das praktisch ab? Also wenn du was hörst und irgendwie spricht dich das an, aber du bist dir nicht ganz sicher, wie wahr ist das oder wie weit ist das wahr und ist das was für mich, wie recherchierst du? Ich gucke ab und zu mal bei Spiegel Online, welche Sau durchs Dorf getrieben wird. Dann weiß ich, worüber die anderen reden. Dann gucke ich sehr gerne auf, wie gesagt, Rubicon Nachdenkseiten, KenFM, was die so drüber sagen. Dann folge ich auf Facebook Leuten, die zum Thema Frieden berichten. Das ist Todenhöfer, das ist Daniele Ganser, das ist Kieles Mohr zum Beispiel, die einen, ja, quasi Blog auf Facebook haben, wo man dann auch aktuell in ganz kurze Stellungnahmen kriegt zu bestimmten Ereignissen. Und wenn ich was vertiefen will, dann natürlich, dann google ich das, gucke, auf welchen alternativen Sendern gibt es Interviews dazu, Vorträge dazu und Bücher und dann gehe ich da tiefer rein. Über Afghanistan habe ich ein bisschen mehr gemacht. So. Und
Wie weit ist es auch, also dass du deiner Intuition folgst? Also ist da irgendwie, dass es einfach, ah ja, das höre ich jetzt und das hört sich für mich stimmig und wahr an. Wie weit vertraust du dem? Ja und nein. Also dem allein vertraue ich nicht. Also ich gucke schon, ich prüfe die Sachen gegen, sage ich jetzt mal. Aber ja, es spielt eine Rolle. Also das finde ich schon einen sehr interessanten Punkt, dass ich inzwischen auch merke, wenn jemand irgendwie im Bundestag spricht, ist es ganz oft so, dass ich einfach merke, woher kommt denn seine Motivation hier zu reden? Der verteidigt sich vielleicht einfach nur in Gedanken vor der NATO. Und deswegen spricht er so. Oder der spult irgendwas ab. Dann kann man auch gucken, was ein Mensch erlebt hat. Das ist ja auch interessant. Welche Bücher hat er geschrieben? Welche Filme hat er vielleicht gedreht? Aus welchem Sender ist er wann rausgeflogen? Das ist doch super spannend. Was war das für eine Doku? Warum ist denn der rausgeflogen? Ah, okay. Und wie, also, genau. Und was hat er danach alles berichtet, was er vorher nicht berichten konnte? Das ist interessant. Und dann sieht man Menschen ja dreidimensional. Dann merkt man ja, also das ist ein Mensch und der hat hier sein Leben und der hat erst das im System versucht und dann hat es nicht funktioniert, dann hat er das selber gemacht. So, dann ist das ja nachvollziehbar, was den motiviert und genauso auch, was die Journalisten von den alternativen Sendern motiviert. Danach gehe ich schon, ja. Mhm. Magst du noch was über deinen TV-Kanal Neues Miteinander sagen? Also was ist dein Anliegen damit und was bringst du da rein? Also der entwickelt sich gerade weiter. Das hat angefangen damals mit einem Videoblog, der hieß Zeit für den Wandel. Der lief noch auf meinem persönlichen Kanal, Angela Ma. Und daraus, also da war ich auf Demos unterwegs, haben wir so geguckt, worum es geht und daraus wurden dann verschiedene Formate und wo ich gern tiefer reingehen will, ist einerseits das Format, das Narrativ, also wirklich zu analysieren, wer erzählt was, mit welchen Mitteln, warum und eventuell auch wo. Und also es gibt ja in verschiedenen Ländern auch verschiedene Berichterstattungen und das Thema vor Ort, da ist jetzt diese kleine Rammstein-Doku entstanden. Da kommt wahrscheinlich noch mehr. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Rechner. So. Also das entwickelt sich weiter, die Formate entwickeln sich weiter. Ja, ja wie finanzierst du das? Also über Spenden oder? Noch nicht. Noch nicht. Also ich mache PR für den Wandel, das heißt, ich drehe für Leute Videos, richte YouTube-Kanäle ein und so weiter, helfen in sozialen Netzwerken, die etwas machen, was den Wandel voranbringt, den gesellschaftlichen. Und dann mal gucken, wenn es wieder eine Doku gibt von mir, das habe ich schon im Hinterkopf, dann gibt es die auch wieder auf DVD, wie ich das schon gemacht hatte früher und dann kann man die auch kaufen. Aber für den Kanal Neues Miteinander TV, vielleicht gibt es irgendwann einen Spenden-Button, im Moment nicht. Manchmal finde ich es süß, wenn dann Leute sagen, ach, kannst du nicht vielleicht doch irgendwas ans Fernsehen verkaufen, so über Rammstein, was du da gedreht hast. Ich so, ja, vielleicht ein Einminüter, der läuft um 4 Uhr morgens, ich weiß das nicht. Also genau, das stimmt. Ja, möchtest du noch was zu Rammstein, zu der Demo oder zur Friedensbewegung sagen oder zu dir, was du machst, ist da noch was? Vielleicht einfach nochmal abschließend zur Friedensbewegung. Das ist so bunt und so vielfältig, wie ich das jetzt erfahren habe, dass eigentlich, ich sag mal, dass jeder Mensch was beitragen kann. Und das ist unheimlich, das macht Mut. Also es ist wirklich so, dass ja, das muss ich sagen, Olli.
Es gibt nicht die Friedensbewegung als bestimmte Szene oder Schublade, wie man das vielleicht denkt, oder dass man dann ein Bild projiziert, was denn das für Leute sind. Das ist überhaupt nicht so. Und das darf auch heutzutage nicht mehr und nicht so sein. Es sind auch nicht irgendwie nur Hippies oder nur Aussteiger, die aus dem System ausgestiegen sind, sondern eigentlich müssen es alle sein. Diese Probleme sind dringlicher, dringender geworden und die Friedensbewegung wächst auch. In Rammstein sind jedes Jahr mehr Menschen und eigentlich ist der Wunsch, dass wir alle die Friedensbewegung sind. Das ja, und jeder Einzelne, der dazukommt und sich da engagiert, der verstärkt den Sog irgendwie. Ne? Also das ist ja dann richtig, der macht es bunter und der verstärkt die Bewegung und da werden wieder mehr Menschen durch angezogen. Also, weil jeder anders ist. Weil jeder anders genau ist. Genau deswegen, weil jeder so ist, wie er ist und seine oder ihre Erfahrungen mit reinbringt. Die beruflichen Sachen, diese Weggabelungen, wo es dann vielleicht anders weiterging oder wo man anfing zu hinterfragen und wo man dann mal Sand im Getriebe war. Und das ist bei jedem was anderes. Und die Kreativität, was man einbringt und da einfach nur die innere Einstellung oder die Erfahrung, wie man Medien nutzt. Und das ist bei jedem was anderes und braucht alle. Also Friedensbewegung, das ist so klar, dass wir das brauchen, dass wir das ja alle sind. Genau, das wünsche ich mir, dass das wirklich jeder Mensch in sich ja, fühlen kann. Okay. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Vielen Dank auch.